So, zack, da haben wir einen wunderschönen guten erwähnt. Moment. Ich muss nochmal ganz kurz. Ja, okay. Damit einen wunderschönen guten Abend, ein bisschen später heute. Bin aber auch erst kurz vor 20 Uhr zur Tür rein und hab nochmal ganz kurz jetzt vorher was gegessen. Das heißt, wir können heute auch theoretisch ein bisschen länger machen. Und wir wollten heute Squirt Held spielen, genau. Denn das ist bis jetzt unsere wenigst gespielte Fraktion, aber die wollen wir ja auch noch irgendwie auf 25 Siege kriegen. Das heißt, wir machen heute ein bisschen Squirt Held Spieler. Die Frage ist nur, spielen wir Zwerge? Nein, wir spielen Harmonie. Ich habe ja gesagt, wir spielen Harmonie. Ich muss mal ganz kurz in das Harmonie-Deck reingucken. Ich habe das schon länger nicht mehr angefasst. Harmonie mit Gift und Maschinen. Okay. Ich sollte vielleicht doch vorm Stream nichts essen, weil jetzt bin ich immer so ein bisschen träger. So, Harmonie. Wir nehmen das Spielfeld. Mir gefällt das Mahak am Spielfeld. Das werden wir sowieso nicht so häufig sehen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Dreckig. Hallo, Winston Smiths. Da muss ich mal an Will Smith denken. Oh. Spielt anscheinend mehr Harmonie. Aber wir haben auch gestern schon gesehen, dass viele dieses Deck spielen. Okay. Wir haben ein doppeltes Gift. Wir haben eine Ida zum Läutern. Wir haben einen Zwerg. Wir verschieben. Wir müssen nicht anfangen. Das ist eigentlich eine relativ gute Starthand, auch wenn mir ein bisschen was fehlt. Abend, Chief Little. Was will ich behalten? Ich würde vielleicht sogar den Zwergen Plänkler ablegen. Wobei der kann ganz gut sein mit der Fechtmeisterin. Ich glaube, ich lege mal den Streitwagen ab. Den Briganten. Wir ziehen den Munro nach. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel ich in dieser ersten Runde committen will. Wenn es ein Zwergendeck ist, will ich natürlich ziehen. Aber ich weiß nicht, ob es ein Zwergendeck ist. Das heißt, wir gucken erstmal, was der Gegner so spielt. Bam, bam, bam. Gegen Zwerge-Decks will ich keine lange Runde. Ich glaube, es ist ein Zwergendeck. Okay. Oder? Ist es ein Zwergendeck? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ha. Wenn es Zwerge sind, will ich tatsächlich den Plänkler behalten. Das heißt, ich benutze mal den Ruf des Waldes into oder erste Faith in Wasser. Ich glaube, ich benutze sogar erste Faith in Wasser. Ja. Lady Esni won't let us talk to strangers. My name? I don't recall. Und wir schwächen mal dich. Dun, dun, dun. Berserker. Bitte nicht den. Okay. Ja, das sieht mir nach Zwergen aus. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich denke mal nicht, dass er in der nächsten Runde passen wird. Könnte natürlich. Aber ich bin bis jetzt auch nicht gezwungen, großartig mehr auszuspielen, weil von den Punkten sieht es erstmal ganz gut aus. Ich würde es sogar gar nicht schlecht finden, wenn er die Elfen wieder killen würde, weil dann könnte ich eine nächste Elfenkarte ausspielen, die mir dann auch noch mehr Punkte gibt. Vergütung. Okay. Er spielt bis jetzt halt auch nicht wirklich die stärksten Karten. Das heißt, ich möchte eigentlich auch nicht meine stärksten Karten raushauen. Das Wasser war da schon vielleicht tatsächlich ein bisschen viel. Ich denke, ich kann auch eine Waldläuferin spielen.
Gibt es irgendwas bei Zwergen, was ich killen muss mit Gift? Es gibt Karten, die sind ganz gut zu vergiften. Aber dann brauche ich auch erstmal zwei Giftkarten. Das heißt, ich benutze lieber erstmal das Gift. So. Eine 7er ist, glaube ich, schon in Ordnung. Besser wird's nicht. Und dann muss ich jetzt nicht unbedingt die stärksten Karten ausspielen. Kann immer noch ein bisschen Druck machen. Fige ist. Okay. Jetzt kam Blackie hier. Dann spielen wir mal eine Läuterung. Und ich schieß dich an, weil ich denke mal, nächste Runde wird ganz leicht ein Munros kommen. Ja, da ist er. Verwandelt sich die beiden. Bufft ein. Okay, die bringt mir 10 Punkte. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich könnte jetzt aber auch erstmal einen. Nee, ich spiele erstmal noch ein weiteres Gift. Da kann jetzt natürlich auch passen. Tut er aber nicht. You must fight for the hills and the woods. Okay, wir haben nur eine Dryade verloren. So. Ich könnte einen Barnabas ausspielen. Ich habe noch einen weiteren Gnomen in meinem Deck drin. Das heißt, Barnabas wäre jetzt tatsächlich keine schlechte Karte. Würde mir auch genug Punkte bringen. Also ich würde 4 Harmonie-Ticks bekommen. 11, Zwerg, Dryade. Und ich könnte sogar noch einmal schießen. Das heißt, Barnabas ist eine ganz gute Karte. Warum ich Barnabas noch nicht vorne ausgespielt habe, weiß ich auch nicht. Okay. Munro kann ich mir nicht erlauben. Dragoon würde mir 5 Punkte bringen, 6 Punkte, das würde auch nicht ausreichen. Ich könnte einen Ruf des Waldes in eine große Eiche benutzen. Dann habe ich meinen Ruf des Waldes halt auch schon raus. Und ich muss jetzt erstmal aufpassen, dass der Kater sich hier nicht auf die Leertaste legt. Das wollen wir nämlich nicht haben. Vielen Dank, Sabot, für den Twitch Prime Sub übrigens. Kam schon wieder keine Nachricht. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Ding immer noch nicht manchmal funktioniert. Okay, wir wollen uns die Runde holen. Das heißt, wir benutzen The Big Oak. In 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ich kann die auch hier ausspielen. Mach genug Schaden, verhindere die, verhindere noch ein paar Pünktchen nächste Runde. Und dann sieht nicht mehr so gut aus für ihn. Nein, er passt. So, jetzt kann ich ihn in die nächste Runde ziehen. Das Problem ist nur, ich habe keine Läuterung mehr. Das heißt, wenn er einen Gabor hat, hat er noch für die nächste Runde was. Aber Zwerge brauchen Zwerge auf dem Feld. Du bist schon mal eine ganz gute Karte. Viel Zwerg. Möchte eigentlich weniger Zwerg. Ich möchte eigentlich noch mehr anderes. Okay. Would you rather I crushed your head or rip it clean off? Ich denke mal, ich werde diese Runde nicht beenden können. Kann auch nicht mehr verwandeln. Was ganz gut ist. Sein Munro ist raus. Das heißt, meiner fügt jetzt noch mal ein bisschen Schaden zu. Nimmt ihn sogar Zwerge weg. Das ist perfekt. Wenn er noch Zwerge dadurch verliert, ist es perfekt. Da ist die Gerechtigkeit. In seine Berserker. Ich könnte casten und er würde noch eine Karte mehr verlieren, aber ich glaube, ich möchte lieber möglichst alles rausholen bei ihm. So, die schießen, egal wo sie sich befinden. Ich
Ich meine auch den Vorteil, dass er nicht direkt angreifen kann. Triaden, Verhexerin später. Okay. Das bringt mir wirklich momentan nicht viel. Ich glaube, ich hole sie bei noch seine letzten Karten raus. Spiel mal einen Soltan nach hinten aus. Kriegt am Ende jetzt noch zwei Punkte. Wenn möglich auch nur einen. Zwergenplänkler. Okay. Wenn ich passe und ich treffe nicht zweimal Rüstung. Aber selbst dann müsste noch seine letzte Karte ausspielen. Das heißt, ich kriege einen Kartenvorteil. Okay. Und ich weiß nicht, was seine letzte Karte in der Hand ist. Das ist die Eiche. Perfekt. Er hätte die Eiche vielleicht eine Runde früher ausspielen sollen, um den Kartennachteil nicht zu bekommen. Aber vielleicht hat er ja auch gedacht, dass ich komplett durchziehe. So, ich habe immer noch mein Gnom. Ich brauche jetzt viel für Harmonie. Perfekt. Liebkosung werde ich nicht brauchen. Zwergischer Streitwagen. Gibt es irgendwas, was ich noch haben will? Die Trauerweide wäre noch eine bessere Karte, wobei auch nicht wirklich sehr viel mehr. Wir haben eigentlich jede Kategorie, das heißt, wir triggern jede Harmonie. Und das ist, glaube ich, das Beste. So, jetzt holt er sich erstmal die Schießer, oder? Ja. Spielt noch einen weiteren aus. Okay. Has anyone seen me, Parrot? I am the forest, and the forest is me. Ach, der bufft sich. Ach, stimmt, die werden herbeigerufen. Haha, okay. Dann habe ich gerade zwei Punkte verschenkt. Soltans Truppe. Das ist schon mal kein Beschwer. Hätte trotzdem eine wegbekommen. Das ist nicht das Schlimme. Seine letzte Karte muss es jetzt richten. Ein Soltan kann er noch haben. Kann man meinen Percival wegnehmen. Er hat nur eine Wache. Wache ist trotzdem relativ schlimm. So, die Frage ist, reicht es von den Punkten bei uns aus? Die bringt uns... Eigentlich, es müsste ausreichen. Ja, es reicht aus. Haben sogar noch zwei Punkte verschenkt, aber es hat trotzdem ausgereicht. Weil die Zwerge können ja kurzen Runde nichts. Kurze Beine können in der kurzen Runde nichts. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil der Kater leckt sich gerade vor mir. Verdeckt mir hier die halbe Sicht. Hallo Loki. So. Next Round. Ach, Blackie. Irgendwann wirst du dich auf die Leertaste rollen, das weiß ich ganz genau. Siegesmoment. Okay. Wir haben schon mal ein Gift, was mir relativ gut gefällt. Ich glaube, ich lege eine Fechtmeisterin ab. Wir haben Munro schon, aber ich habe keine Möglichkeit, einen Figgis auszuspielen. Aber ich habe die zwergischen Streitwagen dafür. Das ist, glaube ich, ein Gut. Ansonsten viele verschiedene Kategorien. Ich glaube, ich lege sogar mal einen Briganten ab. Häppischer Jäger. Gefällt mir besser als die Fechtmeisterin Percival. Okay, das große Problem, was ich habe, ist, ich werde nicht an seinen Defendern vorbeikommen. Das heißt, Gift bringt mir in der ersten Runde relativ wenig. Ich kann einen läutern, aber wenn er in der ersten Runde einen Azar Javed auf der Hand hat, habe ich ein Problem. I'd gladly fight, but my faith forbids it. Fistig. Okay. Möchte ich den läutern? Oder ist er mir egal? Ich läuter ihn. Percival ist mir nicht egal.
Gerade weil ich den ersten Wunder brauche. I've got the whole world in my hands. Adrian. Okay. Holen wir uns ein paar Buffs. Evil's not going anywhere. Ich könnte annehmen, dass er passt, aber ich denke nicht, dass er passen wird. Ich kann mir aber, glaube ich, das Wasser sparen. Fistech. Gibt ihm zwei Blutungen. Okay, das ist nicht wirklich schlimm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, spielen wir noch den aus. Weil wenn wir den ersten schon draußen haben, bringt uns der zweite sowieso nicht so viel. Aber ich denke nicht, dass ich noch einen Munro benutzen werde. Vorsicht vor Portal. Ja, ich weiß. Wenn sie Adriano spielen, das ist ein Portal-Deck. Das heißt, auf einer längeren Runde sind die ein bisschen besser. Auf einer kürzeren Runde haben sie immer noch ihre Savola-Kombi. Das ist eine gute Karte. Das ist auch eine gute Karte. So, wir haben Bestien. Wir haben Gif, wir haben Elf, wir haben Zwerg. Und ich kann mir sogar einen Beckenbauer oder eine Eiche rausholen. Also von daher denke ich mal, dass ich diese Runde ein bisschen ziehen werde. Gibt es noch irgendwas, was ich großartig anders haben möchte? Ich denke eher nicht. Wir fangen an mit einem Wasser. Mein Name. I don't recall. Muss ja auch nicht alles diese Runde ausspielen. Verleumdung. Das ist nämlich ganz gut, dass wir jetzt den Defender haben. Aber ich wette, er hat einen Kalkstein. Ich wette, er hat einen Kalkstein. Nein, er klaut einfach den Verteidiger. Was nicht wirklich tragisch ist. So. Außer, dass die eine Karte Rüstung halt hat. Und ich jetzt Rüstung angreifen könnte. Da ist die Madame. Okay, Madame ist raus. Savola könnte ich halt auch noch zur Not vergiften, aber ich müsste erst vorher den Figges aus der Reihe wegräumen. Das kriege ich mit einer Eiche hin. Das kriege ich immer noch mit einer Eiche hin. Da ist Savola. Ah, das ist klar. Ich will Korpsen. So, Call of the Forest, Eiche. Ich brauche 6 Schaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benutze seine Anführerfähigkeit für den Graden. Okay. Das ist sogar ganz gut, weil jetzt kann ich noch eine weitere Weide spielen und krieg nochmal den Endtech für Harmonie. Oder ich passe. Oder ich passe. Er hat immer noch einen Savola. Das ist, was mir so Angst... ein Azar Javed, meine ich. Das ist immer noch, was mir so Angst macht. Und ich habe eigentlich eine relativ gute Hand noch für Harmonie. Beide Karten geben mir noch Ticks. Kalkstein. Ah, ein Gift. Reiniger. Okay, ist die Frage. Möchte ich trotzdem noch weiterspielen? Er hat 7 Münzen, aber ich kriege 1, 2, 3, 4 Harmonie-Ticks dadurch. Und hier auch. Das heißt, die Eiche bringt mir 1, 2, aber die Harmonie würde ich ja für die nächsten Runden auch noch behalten, also passe ich jetzt lieber. Weil er liegt mir zu viel hinten, er hat auch noch 7 Münzen, das heißt, selbst ein Schmied macht momentan 11 Punkte, was krass ist. Okay.
Aber er hat seine Anführerfähigkeit raus. Er kann nicht mehr vergiften. Vielleicht könnte er noch vergiften. Aber das ist zu vage. Er hat immer noch ein Portal. Beckenbauer ist gut. Zwerg ist gut und Elf ist gut. Gibt es irgendwas, was ich mehr haben möchte? Eigentlich nicht. Das sind die besten Karten, die ich noch so kriegen kann. Faith würde mir ja tatsächlich nicht so viel bringen. Das ist Portal. Das war klar. Das Portal, damit muss ich jetzt leben. Mit dem Portal muss ich jetzt leider leben. Der grässliche Mutantenhund. Fehlen mir ein paar Punkte. Er kann die Rüstung wieder rauftragen. Spaß bei dem Ponta. Ich denke mal, er wird ihm auch wieder Rüstung geben. Ja, das werde ich jetzt nicht mehr verhindern können. Weil ich habe nichts mehr, was wirklich Punkte abholt. Ich meine, wir liegen noch von den Punkten um einen vorne gerade. Und wir haben immer noch einen Beckenbauer. Und eine Eiche. Eine Eiche gibt mir nochmal 9 Punkte. Ein Beckenbauer gibt mir nochmal 14 Punkte. Das sind schon harte Karten. Die Frage ist natürlich, was er noch hat. Noch ein Spaß-Button im Ponta. Okay, kommen wir seine letzte Karte an. Kriegt hier nochmal 2 Punkte. 4 Punkte kriegt er noch. Das ist Moels. Und er hat genau die 6 Münzen. Das reicht aus. Da haben wir verloren. Da haben wir verloren. Ja, also die Karte ist immer noch unfassbar gut. Gerade wenn es darum geht, dickere Einheiten wegzuräumen. Weil sie so zuverlässige Methoden haben. Ich habe es mit solche Stalemmer versucht. Ja, wie gesagt, das Problem an solche ist halt einfach, du kannst dich selber treffen und du musst immer das Worst-Case-Szenario sehen. Das ist halt bei jeder Karte, ne? Auch darum wird halt auch zum Beispiel Brand sehr selten gespielt. Oder wenn Brand, dann hat dieses Deck keine starken Einheiten, weil man kann sich ja selber wegbrennen, ne? Dun, dun, dun. Übrigens sieht es bei mir aus, das nächste Jahr die Umschulung zum Steuerfachangestellten ansteht. Ach du Heiliger. Viel Spaß, Loki. Danach Steuereintreiber für Syndikat. So, was haben wir auf der Hand? Wir haben eine Faith, wir haben 2 Eichen, wir haben Gift. Wir müssen nicht anfangen, aber wir spielen gegen Syndikat. Ich glaube, ich kann einen Zwergenplänkler ablegen. Percival gefällt mir sehr gut. Panther. Ich habe sonst alles, was ich brauche. Das Einzige, was ich momentan nicht brauche, ist vielleicht den Munro. Aber den muss ich ja halt diese Runde auch nicht ausspielen. Ansonsten so fürs Spielen eine relativ gute Hand. Ich kann mit dem Percival anfangen. Into Water und dann habe ich schon wieder extrem gute Karten rausgeworfen. Okay, ich glaube, es ist das Wenn-Gedeck. Weil momentan nur das Wenn-Gedeck mit den Dreifach-Triple. Oder es ist ein Hypersyn, aber Hypersyn hat man auch schon ewig nicht mehr gesehen. Das Artefakt, was diese 2 Schaden macht und die Karte dann ausspielt, das wird meistens nur in Verbindung gespielt, wenn du es wirklich gut benutzen kannst. Also wenn du selber Spione spielst, wie Nilfgaard und Roderick oder so, könnte man es benutzen. Oder aber, wenn man in den nördlichen Königreichen Vernon Road spielt, könnte man es auch benutzen. Das Problem ist nur, die Leute kennen diese Taktik mittlerweile. Das heißt, wenn man in den nördlichen diesen Road spielt und der Gegner weiß, dass da höchstwahrscheinlich noch ein Schwert kommt und er kann es verhindern, wird er es verhindern. I foresee victory for you. Außer aber von nichts kommt nichts, das habe ich zu verlieren. Ja, nichts, ne? Okay. Lady Esni won't let us talk to strangers. I am the forest, and
the forest is me. I am the forest. And the forest is me. Kannst du da mal eine Steuer machen, Loki? Steuerfachangestellter. Außerdem ist Mathe mein Ding. Ja gut, es gibt verschiedene Mathematik, habe ich mittlerweile festgestellt, ne? Also, ist wirklich direkt Mathematik dein Ding? Oder gibt es dann doch andere Bereiche in der Mathematik, die so dein Ding sind? Kann ich aber auch wieder eine Dryade ausspielen mit Harmonie. Und Nilfgaard spielt sowieso nicht die stärksten Karten aus. Also kann ich auch das Gift ruhig verschwenden. Okay, und wir sind voll. Jetzt hat er Zugzwang. Vielen Dank für den Twitch-Follow, Pentheus. Ich hoffe, ich habe das richtig vorgelesen. Ein Roderick. In den Spheres, in den Diebstahl. Oh, das ist nasty. Das ist nasty. Okay, es ist aber nicht so schlimm, weil er hat nicht so viele Punkte gemacht. Die Sache ist nur, ich glaube sogar, ich werde jetzt die Weide ausspielen, einfach weil sie Harmonie hat. Er kann immer noch einen Peter haben, ne? Und kann Percival einfach zurücksetzen. Oder er hat einen Wilgefurz und verbrennt mir den Percival einfach. Kriege ich sogar die Vierer wieder, die mir überhaupt nicht so viel bringt. Habe ich noch Harmonie? Ja. Aber du bringst mir nur 6 Punkte. Der Panther wird mir auch momentan nur 6 Punkte bringen. Ja, dann spiele ich trotzdem 2 schwache Karten aus. Kohorn. The Empire will be victorious. In die kaiserliche Diplomatie. Ah, natürlich. Wenn die jetzt ganz alleine ist, trifft er die mit 6 Punkten. Und kriegt sogar. Ne, er kriegt nicht einen Harmonietag, weil es eine Elfenkarte ist. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, die Eiche würde mir jetzt 13 Punkte machen. Könnte ich theoretisch. Und nehme gleichzeitig noch seinen Artorius Vigo weg. Bin ich immerhin wieder auf Even. Mein Gott, wenn er schon Wilgefurz ausgespielt hat, Bestechung haut er auch noch raus. Bestechung, Wilgefurz, Vias. Vigo, da ist eine Maschine. Die bringt ihm 6 Punkte. Das ist, er hat eine sehr schlechte Auswahl bekommen an Karten. Vielleicht hätte ich auch den Panther nicht wegwerfen sollen. Aber hätte eine andere Karte gereicht. Weiß ich nicht. Vielen Dank, Flix, für den Twitch Prime Sub und für den 10-Monats-Sub schon. Ach du Heilige. Wir haben echt schon fast Leute, die haben fast ein ganzes Jahr. Was soll denn jetzt? Ah, es ist ein Hypersyn-Deck. Is is a Hypersyn. Okay. Ich muss tatsächlich dann Munro diese Runde ausspielen, weil Hypersyn möchte ich in der nächsten Runde ziehen. Auch wenn ich nur einen von denen verwandle, ist mir egal. Triss. Oh, bitte nur eine Yennefer. Ah, eine Vierer. Er schießt mir sogar meine einzige Elfkarte weg. Das heißt jetzt, es hätte, na gut, es hätte so oder so ausgereicht. Ne? Aber er schießt mir die einzige Elfkarte weg, dass ich noch einen Harmonietick kriege. Okay, Hypersyn, nächste Runde ziehen. Das ist das Wichtige. Vielen Dank, Sabot, für den Twitch-Follow.
Okay, wir haben 11. Zauber brauche ich nicht. Ich kann jegliche Karte aus meinem Deck rausholen, was mir relativ gut. Barnabas, okay. Das heißt, ich könnte, ja, ich habe eigentlich eine ziemlich gute Hand. So, und ich fange direkt mal mit dem Wasser an. Life is fleeting. Life is eternal. Einen Figgis lieber, damit ich meine Elfen verteidigen kann oder meine Dryaden. Möchte ziehen. Wegen Furz hat er ja auch schon raus. Selbst wenn er mir jetzt mein 5er Figgis klaut, ist es nicht schlimm. Weil, ja gut, da ist der Verteidiger weg, ne? Tibor. Hol mir sogar noch eine Karte aus dem Deck raus. Es ist sogar noch eine Dryade mit Harmonie. Oh, das ist so perfekt. Okay, das heißt, wenn Tibor auf der Hand ist, dann hat er vielleicht auch keine gute Yennefer mehr. Turnierteilnehmer. Schießt sogar noch die mit Harmonie weg. Okay. Muss über 37 Punkte rüberkommen und in Hyperstone gibt es keine Karte, die das schafft. Nein, tut's nicht. Das ist immer schön. Das ist immer so dieses Schöne an Nilfgaard-Decks, wenn sie Zarzisios oder so spielen, dass sie sich selber ihre Deckkarten verraten. Abendzabot. Dass man direkt weiß, was sie dann noch irgendwie planen. Weil ich hätte jetzt nicht gewusst, dass es ein Hyperson-Deck ist. Ich bin eher von einem Soldatendeck ausgegangen. Wobei ich habe auch am Anfang gesagt, dass diese Dreifach-Brigade-Kombo entweder in dem Wenget-Deck momentan gespielt wird oder noch in alten Hyperson-Decks. Es war ein altes Hyperson-Deck. There is no other way. There is no other way? Okay, wir haben leider kein Tor-Removal. Das ist immer so ein Problem. Wir haben höchstens Gift. Aber er kann auch Purify, ne? Ich habe immerhin eine Munro. Könnte mir mit dem Ruf des Waldes eine Faith in dem Wasser immer noch rausholen. Ich lege eine Fechtmeisterin ab, ziehe noch eine Ida nach. Ida ist sogar ganz wichtig für Reinigen. Okay. Ich glaube, ich behalte sogar die Hand so. Andrea, genau. Eine nicht zu verachtende Karte. Okay, wir fangen an mit dem... Ach komm, wir fangen an mit einer Faith. Und Faith spielen wir aus in den Wasser. Bloß nicht die falsche Karte picken, das wird mir das ganze Spiel versauen. Machen wir so. Das Matchup finde ich interessant. Wen gibt dir den Vorteil? Oh. So viel Endriagen. Also ich gebe den Vorteil tatsächlich, glaube ich, sogar... Schwer zu sagen, es ist ein Matchup, was ich nicht wirklich gespielt habe häufig, aber ich habe auch in letzter Zeit nicht wirklich sehr viel Squirtle gespielt. Kann uns halt ziemlich viel zum Bluten bringen. Was nicht das Angenehmste ist. Und er hat viel Rüstung auf dem Feld. Das heißt, sogar mein Munro bringt mir in der Runde jetzt gar nicht mal so viel. Aber wir haben schon einen relativ knackigen Start hingelegt. Und haben drei Harmoniekarten auf dem Feld, ne? Da muss er erstmal mit dem Bluten nachkommen. Aber er hat vier Gedeihenkarten auf dem Feld. Es wird mich kosten, wenn ich diese Runde gewinnen will. Und bis jetzt habe ich einen Ruf des Waldes und eine Faith und Wasser benutzt, ne? Also in einer Kombination. Das heißt, es hat mich schon gekostet. Aber wir liegen auch momentan noch vorne. Aber sobald er anfängt, ein paar dickere Karten rauszuhauen. Und wir haben keinen direkten Angriff. Krötenprinz. Ah, jetzt könnte es happig von uns werden, langsam.
Okay, was hat er noch vor? Ich meine, den großen Nachteil, den Vampire haben, ist, wenn ich es schaffen sollte, auf gleichen Karten zu gewinnen, kann ich ihn ziemlich gut bleeden. Weil Blutung braucht eine Zeit lang, bis sie wirken. Höhlentroll. Höhlentroll ist eine verdammt gute Karte. Es könnte sogar das Deck sein, was mit dem Gerald Igni spielt, und dann habe ich mir jetzt einen perfekten Igni gegeben. Jill ist nicht wirklich die katastrophalste Karte. Aber jetzt wird schon hart für uns, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Natürlich auslese. Schieß mir meine kleinen Zwerge weg. Ich muss die Eiche spielen, wenn ich diese Runde noch gewinnen will. Kann immer eine von seinen Larven wegschießen. Aber ja, sobald er einen Jägern oder so hat, wird's halt. Komm ich nicht mehr hinterher. Ein Jägern oder so wird mich kaputt machen. Nagelfahr. Sollte ich für den Streamer speziell Deck oder geht da auch jedes Deck auf meinen Kopf? Ich würde tatsächlich sagen, okay, ich könnte jetzt passen. Und er würde trotzdem noch eine Karte nach hinten gehen, aber ich kann da noch weiter spielen. Die Frage ist, will ich bringt mir der Kartenvorteil so viel? Ich denke eher nicht. Ich möchte ihn eher bluten. Ich habe immer noch einen Elf auf dem Feld, das heißt, hier werde ich keine Buffs kriegen. Ich habe alles auf dem Feld, was ich momentan hier habe. The time of the white frost and white light is nigh. Hätte vielleicht sogar passen sollen, noch einen Kartenvorteil rausholen sollen. Die nächsten zwei Karten bringen mir rein gar nichts. Oriana. Oriana. Naja, ich hätte passen sollen. Aber Oriana ist raus. So, das heißt, da werde ich nicht mehr hinterherkommen. Ich kann da nichts ausspielen. Aber ich habe seine gute Karte rausgenommen für eine lange Runde. Das heißt, jetzt kann ich auch von mir aus in Ruhe passen. Er hatte mal auch Last Say gegen Oswald. Ich habe sowieso kein Toy Removal. Also ist Last Say nicht so important. Ich kann vergiften, aber vergiften ist halt auch so ein bisschen tricky. Die Sache ist halt nur, ob er mich jetzt ziehen wird oder nicht. Weil wenn er mich ziehen wird, hätte ich ganz gerne mein Figgis. Schmuggler. Oder ein Percival hätte ich auch noch ganz gerne als Karte. Okay, ich habe immer ein Gift. Er zieht mich. Show me the coin or sod off. Er hat auch keinen Läuter mehr, oder? Nein, er hat auch keinen Läuter mehr. Okay. Die einzige Karte, die es wirklich schafft, ist Munro. Oder die Weide. Ne, die Weide wird es sogar selbst nicht mehr schaffen. Das heißt, ich opfer tatsächlich Munro. Das heißt, ich kriege sogar mal zwei Buffs. Hab
noch eine 7er Weide. Ich habe noch ein Vergiften, gleiche Karten, habe aber noch ein paar Buffs für die nächste Runde. Goliath ist nicht wirklich die... Ja, gut, der kann immer noch einen Oswald ausspielen. Zwerg ist okay, Percival ist wichtig. So. Jetzt ist die Frage. Figgis wäre noch eine sehr gute Karte anstatt dem Zwerg. Wenn ich den aber ausspiele, verliere ich meinen Zwergenboni. Das heißt, ich lege mal, glaube ich, eine Waldläuferin ab. Die Kosung lege ich auch ab und ich ziehe noch mein Figgis. Okay. Und diesmal machen wir es richtig. Diesmal zuerst Wasser. Er hat schon aufgegeben. Okay. Er hatte wahrscheinlich nichts mehr für eine lange Runde, ne? Und hat anscheinend auch sehr schlecht gezogen. Dass wir Orianna die erste Runde gut... Also das größte Problem, was ich immer bei Vampiren habe, ist entweder, wenn du eine lange Runde spielst und der hat noch Orianna, hast du ein Problem. Weil dann kann er ziemlich viele Blutungen raussetzen, wenn du es nicht verhindern kannst. Und wir haben mit dem Deck keine guten Reinigungsoptionen. Und wir haben auch kein Toll Removal. Das heißt, Orianna in einer langen Runde ist eine Katastrophe. In einer kurzen Runde könnte er mit Oswald halt wesentlich stärkere Karten ausspielen. Er hätte vielleicht in der zweiten Runde mehr ziehen sollen, aber ja. Portal ist auch noch da für die lange Runde. Nicht jedes Deck von denen spielt Portal. Das ist halt so eine Sache, ne? Aber gut, ja, Portal wäre auch noch da. Aber ich sag mal, die Garkins sind nicht so das große Problem wie Orianna. Aber die sind auch schon gut. Keine Frage. Aber ich hatte auch noch den Verteidiger. Das heißt, der Verteidiger hätte wahrscheinlich ein bisschen Blutung abgefangen. Und der hat schon viel seiner Blutung rausgehauen. Ich weiß nicht, ob er noch... Also er hätte einen Nosferatu wahrscheinlich noch. Er hat aber auch schon seine Anführerfähigkeiten größtenteils verschwendet. Das heißt, da hatte ich so ein bisschen freieres Gelingen. Ich frage mich halt wirklich, was er noch auf der Hand gehabt hätte. Ich finde es ein bisschen schade, dass er gepasst hat. Für den Seasonal-Modus ist, glaube ich, ein spezielles Deck ganz gut. Es kann auch ein spezielles Ranglisten-Modus-Deck sein, Hutnik. Aber es gibt Decks, die performen deutlich besser als andere Decks. Jetzt habe ich meinen Stift verloren. Scheiße. Okay, Swarm. Das könnte doof werden. Gift brauche ich nicht. Das heißt, die benutze ich weg für Harmonie und für Sachen wegschießen. Es gibt keine dicken Einheiten, die er wirklich ausspielt. Fechtmeisterin ist eine gute Karte auf jeden Fall. Zwergenklinkler lege ich mal noch ab. Figgis Munro brauche ich aber wahrscheinlich auch erst für die letzten Runden. Makambrigant ist der einzige Zwerg, den ich habe. Ich glaube, ich lege sogar noch eine Waldläuferin ab. Barnabas. Okay. Fangen wir an mit einem Percival. Topaz, Ruby, Sapphire, any ye desire. Ja, das ist auch eine ganz gute Karte. Naja, einen Kartenvorteil kriegst du ja nicht wirklich raus. Also im Prinzip könnte, klar, du wirst halt in der nächsten Runde vielleicht, kommt drauf an, wenn der Gegner anfängt, hast du vielleicht einen Kartenvorteil. Aber so eine ganze Reihe zu läutern ist schon ziemlich heftig. Gerade wenn jede Einheit in der Reihe Zähigkeit hat als Effekt. Blade Dancer 67. Endriagraf. Das ist nicht wirklich verkehrt. Weil Swarm spielt nicht wirklich sehr viele Einheiten. Harmonie. Es kann dir auch einen Kartenvorteil bringen. Weil der Gegner könnte weiterspielen, da könntest du passen und nächste Runde könntest du einfach passen, weil du hast mehr Carryover-Karten und der Gegner müsste dann was ausspielen oder er lässt es halt sein, kriegt dann aber vielleicht einen dauerhaften Kartennachteil. Dann ist halt aber auch wieder die Frage, wie viel nützt dir es, vielleicht einen Kartenvorteil zu haben und du darfst das nicht zu früh machen und. Es ist an sich keine schlechte Karte für den Seasonal-Modus, aber so an sich denke ich, würde man diese Karte nie wirklich im Ranked-Modus sehen. Es sei denn, jeder spielt Vampire. Best and your last. Da ist das Nest.
Ah, das ist nämlich das große Problem. Ich spiele in diesem Deck nicht wirklich... was viele kleine Einheiten angreift, bis auf Figgis und Munro mit ihren Berserkern. Aber ich habe so sonst keine Berserker. Das heißt, in der Runde könnte es mich tatsächlich ziemlich erwischen, wenn der Gegner sehr viel Points ausspielt. Er nimmt mir sogar den Zwerg weg und gibt mir die Chance auf noch einen weiteren Zwerg. Okay. Ich habe nur leider keinen weiteren Zwerg. Your next move shall be your last. Ich habe eine Dryade. Wie gesagt, vergiften kann ich bei ihm sowieso nicht so viel. Er spielt keine dicken Einheiten. Ach, Geralt. Damn it. Jetzt wird's kritisch. 11 Dryade. Mir fehlt immer noch ein Zwerg. Ich habe auch nicht so wirklich viel Harmonie. Wenn er jetzt mit der nächsten Karte nicht rüberkommt, werde ich wahrscheinlich passen. Hier rüber. Nee. Okay, doch, er kommt. Er will rüberkommen. Okay. Er will rüberkommen. Dann Beckenbauer. Zwerg, Elf, Dryade. Die snippern wir mal weg. Geralt ist auch schon raus, ne? Das ist ganz gut. Yennefer ist auch schon raus. Kann immer noch sowas wie Talismane haben. Aber ich könnte tatsächlich nächste Runde relativ gut ziehen, wenn ich es will. Also bleeden, weil wenn Yennefer raus ist und jetzt noch weitere großartige Karten rausspielt, dann wird es hart für ihn. Habe ich noch irgendwas, was für Harmonie gibt? Nein. Wobei, ich könnte was mit Ruf des Waldes rausholen, aber ich brauche Ruf des Waldes halt leider unbedingt. So, er hat wahrscheinlich genau nachgerechnet, dass es ausreicht jetzt mit dem Knochentalisman. Ja. Hat sogar eine Karte noch zu viel ausgespielt. Das heißt aber auch, ich muss Punkte ausspielen. Okay. Ich kann Ruf des Waldes in... ich brauche leider mein... Also ich brauche Figgis und Munro brauche ich noch. Ich könnte erstmal eine Eiche ausspielen mit einem Gift. Weil ich habe noch eine weitere Vergiftungskarte im Deck drin, dann hole ich mir die raus. Your deepest, darkest dreams. I can make them real. Okay. Er benutzt sogar tatsächlich nicht zum Läutern. Das heißt, es ist ihm egal, dass ich die zerstöre. Vertrag abgeschlossen, Giftmischer. Ah, es gibt jede Karte, die er im Deck hat, könnte mich jetzt immer noch überholen. Es sei denn, er hat keine Zauberkarten. Knochentalisman, er hat noch einen Knochentalisman. Okay, er hat keine Knochentalismane mehr. Ich habe eine Karte weniger, er hat keine Anführer und keine Knochentalismane mehr. Ich passe. Ich habe immer noch meine Anführerfähigkeit. Meine Anführerfähigkeit ist so viel wert wie eine Karte. Er könnte noch eine Yennefer wiederbeleben. Ich brauche nur Figgis und Munro. Das sind die wichtigsten Karten jetzt in meinem Deck drin. Figgis habe ich schon mal. Ida ist nicht verkehrt. Schmuggler behalte ich mal. Wasser ist auch nicht verkehrt. Und er will tatsächlich noch weiterziehen. Okay. Life is fleeting. Das heißt, er könnte sogar den Kartenvorteil verlieren. I will not let this become a second Sodom.
ich auslese, war klar. The time of the white frost and white light is nigh. Trickery, treachery. Just great. Noch eine natürliche Auslese, würde aber nicht ausreichen. Die gibt mir 5, 6, 7. Das heißt, wenn ich das ausspiele, reicht es sogar schon aus. Was ist seine letzte Karte? Krabbspinnungetüm. Reicht ein Figgis da aus? Figgis gibt mir 9, 10, 11, 12. Das müsste ausreichen. Okay. Das sind sogar nicht ganz 12, es waren nur 11, aber ja. So, er hat eigentlich großartig nichts mehr. Er hat keine Anführerfähigkeit mehr, er könnte noch eine Yennefer wiederbeleben. Das Problem, was ich habe, ist, hat er aufgegeben? Nein, das dauert nur wieder. Zwergischer Streitwagen, Faith und ein Zwergenplänkler. Faith holt mir nur eine Liebkosung raus, die brauche ich nicht wirklich. Ich hätte ganz gerne noch einen Panther und einen Elf. Haben wir noch unsere Anführerfähigkeit? Das sieht nicht gut aus für ihn. Selbst wenn er jetzt noch irgendwas wie ein Krabbspinnennest hat, kann ich die immer noch wegschießen. Und Reageneier. Ich trigger die mal nicht. Ich habe sowieso nur einen Schuss, den kann ich auch nächste Runde benutzen. Rittersporn Poet. For you, my friend, always. Andrean Kriegerin. Weiß nicht, ob er die gezogen hat oder frisch erst bekommen hat. So, dann müssen wir in der letzten Karte 14 Punkte machen. Ich glaube, es gibt nichts mehr, was das schaffen würde, oder? Manticore Gift kriegt auch nur 10 hin. Sporen reicht nicht aus. Okay. Ja, also Kartennachteil in der ersten Runde zu bekommen, hat nicht wirklich, oder beziehungsweise auf Even zu verlieren, war nicht wirklich schlimm, weil beim Ziehen hat er uns nicht raus. Er hat zu viel in der ersten Runde, er hat 2 Knochentalismane und eine Yennefer geopfert. Ich glaube, also er könnte natürlich auch noch ein Wiederbeleben haben, aber ich glaube, die meisten spielen ohne Wiederbeleben. Gerade mit Rittersporn Poet spielen sie ohne Wiederbeleben. Er hat es versucht. Hätte vielleicht sogar, also hätte man eine Anführerfähigkeit in der zweiten Runde rausbekommen, und zwar wirklich knapp 2 Punkte, ne, dann hätte ich verloren in der letzten Runde höchstwahrscheinlich. Aber dadurch, dass ich die Anführerfähigkeit halt nicht benutzen musste, ging es relativ gut. So, was haben wir hier? Giftmischer. Zerstöre 100 Einheiten ausschließlich mit Gift. 100 Einheiten. Das heißt, ich habe schon wahrscheinlich so an die 300 Mal Gift gespielt, wenn im Brand. Das könnte man, also rein theoretisch, man könnte Brand in einem Swarm-Deck spielen. Gerade in diesem Monster-Swarm-Deck. Man kann die Karten leider nur nicht angleichen, ne? Aber wenn der Gegner das für einen selbst macht, kann Brand eine ziemlich krasse Karte sein. Und auch so dieser Überraschungsfaktor. Weil niemand rechnet mit einem Brand. So, wir haben 6 Runden jetzt mit Squirtle gehabt, oder? Ja, ich glaube 6 Runden haben wir mit Squirtle gehabt. Ist immer noch so viel Spiel. Aber wir haben Zeit, wir haben komplett Zeit, ne? Und so von den Ratings her sieht es doch erstmal ganz gut aus. Nördliche sind momentan noch an Peak. Skellig ist momentan noch an Peak. Syndikat ist momentan noch an Peak, Squirtle ist momentan noch an Peak und das sind eigentlich so die Fraktionen, die ich spielen will diese Season. Nilfgaard ist mir egal, Nilfgaard habe ich keinen Bock mehr, Nilfgaard stinkt, Monster muss ich lernen. Vielleicht spielen wir sogar heute noch ein paar Runden Monster, aber wie gesagt, Monster ist halt so für mich, puh, schwierig. Leider, leider schwierig.
get you out of that tight spot. Okay. Er fängt an. Das ist keine sehr gute Hand, wobei es ist eine okay Hand. Wir haben immer ein Wasser. Ich brauche aber eigentlich nicht zwei von denen und zwei von denen. Ich denke aber, ich lege eher eine Fechtmeisterin ab. Percival gefällt mir gut. Gerne spielt sich sehr angenehm sogar. Ich weiß noch die Zeiten, als dieser Anführer rauskam und Genichora extrem stark war. Okay, es ist höchstwahrscheinlich ein Zwergendeck. Das heißt, ich muss leider die erste Runde gewinnen. Ach, das summont ja nur, ne? Das heißt, das wird ihn nicht buffen. Hi-ho! Hi-ho! My name? Hi-ho! I don't recall. Wir sind die Zwerge und froh. Wenn jetzt ein Sultan kommt, bin ich tot, denn der haut mein Percival zu Schrot. Es ist nur ein Munro und das ist. What do you say we fight on my level, eh? Das tut doch nicht Not. Okay. Bam, bam, bam. Wir brauchen elf. Bitte keine Triade killen. Bitte keine Triade treffen. Ah, okay, das ist gut. Das ist gut. So, wir haben noch keinen Zwerg auf dem Feld, ne? Das heißt, ich brauche jetzt einen Zwerg. Und ich nehme tatsächlich mal einen Zwerg. Habe ich Gift für diese Runde? Ich habe leider auch kein Gift für diese Runde, ne? Ich könnte höchstens ein Gift für diese Runde noch ausspielen. Dann nehme ich mal dem die Rüstung weg, in der Hoffnung, dass er dem wieder Rüstung raufdrückt. Mit einem Vergüten, weil dann kann ich ja immer noch ein doppeltes Gift ausspielen. Noch einen weiteren Berserker. Ich würde es furchtbar schön finden, wenn du meine Dryaden nicht treffen würdest. Das ist das Problem, Beckenbauers bringt mir nichts, weil ich einen Percival schon habe. Das heißt, ich habe einen Gnom auf dem Feld. Ich habe 11 Zwerg. Spiele ich meine Trauerweide aus für den Gift-Tick. Oder sollte ich damit lieber noch warten? Naja. Brauche auch irgendwie die Punkte. Er hat sowieso eine Ida. Why have you summoned me? Okay. Ich lege nicht wirklich sehr viele Punkte hinten. Und gegen Zwerge muss ich nichts purifyen, also kann ich auch die Ida für eine Vitalität missbrauchen. The time of the white frost and white light is nigh. Ich hätte sowieso kein zweites Gift auf der Hand gehabt, also ist nicht so schlimm. Wenn ich Points brauche, habe ich immer noch einen Barnabas Beckenbauer. Bringt mir zwar nur 12, aber was heißt nur? Das ist immer noch gut. Gabor. Ah, die habe ich vergessen. Alright, that's no problem. Den habe ich natürlich vergessen, den Scheißer. Aber da ich ihn sowieso nächste Runde ziehen würde, ist es nicht so schlimm. Ich ihn sowieso nächste Runde ziehen würde, ist es nicht so schlimm. Dryade Waldläuferin wäre jetzt tatsächlich eine ganz gute Karte. Panther ist auch in Ordnung. Fechtmeister brauche ich keine zwei Stück auf der Hand. Da haben wir wenigstens noch einen Zwerg. Dich brauche ich eigentlich nicht. Wobei, du gibst mir Harmonie, aber ich habe bis jetzt noch keine Harmonie. Perfekte Karte. Mir fehlen auch noch leider Munro. Aber ich muss diese Runde ja nicht viel ausspielen, weil wir haben gleiche Karten. Das heißt, egal was passiert, ich ziehe ihn einfach jetzt nur wieder in diese kurze Runde und werde ihm wieder seine Zwerge rauslocken. Hey Carfo, hast du Tipps, um die Belohnungspunkte sinnvoll zu setzen, Beginner?
Eigentlich theoretisch die, vielen Dank übrigens Flowick für den Twitch-Follow. Eigentlich sollte man, glaube ich, für den Anfang wäre es relativ nützlich, wenn man in die... Sag schon, in die Faction Trees reingeht, weil da kriegst du relativ kurz gute Belohnungen. In den Faction Trees hast du halt nämlich viele Nachrichten, also viele von diesen Belohnungen sehr zusammengequetscht, ne? Das heißt, die ist da relativ gut. Brauche ich einen Barnabas für die nächste Runde eigentlich? Ja. Ich könnte ihn auch noch diese Runde ausspielen. Feel any burning? See a local healer or wise woman. Okay. Habe ich noch eine Eiche? Ich habe immer noch meine große Eiche. Er hat sein auch seine große Eiche. Okay, er spielt seine große Eiche sogar aus. Das heißt, ich werde jetzt passen. Oder. Was hat er schon auf dem Friedhof? Er hat keine gute nützliche Zauberkarte, ne? Was ist, wenn ich jetzt Ruf des Waldes benutze für einen Figgis und dann nochmal einen Ruf des Waldes für eine große Eiche? Würde er mich noch überholen können? Figgis bringt mir wie viele Punkte? 2, 4, 6, 8. Und die große Eiche 9. Figgis wäre 9. Jetzt schnell, schnell, schnell. Weil die Sache ist, wenn seine letzte Karte eine Novigrader Gerechtigkeit ist, er holt keine guten Zwerge damit raus. Die Zwerge, die er hat, haben extrem scheiß Tempo. Und er hatte keine guten Special-Karten. Das ist die Gerechtigkeit. Okay. Du musst seine Justice erzwingen. Nee, muss ich nicht unbedingt. Aber es ist besser. es ist definitiv besser. Aber in der kurzen, selbst in der kurzen Runde sind die Schützen nicht mehr so wichtig. Okay, er spielt nochmal den aus und das reicht nicht aus. Ja, das ist genau das Ding. Also er konnte nichts rausholen mit der Gerechtigkeit, was mir ansatzweise gefährlich werden könnte. Seine Anführerfähigkeit war 10 Punkte wert und das war schon eine gute. Ne? Der Wächter, der war schon eine gute Karte, aber er konnte davon keine 2 rufen. Das heißt, es war ganz gut. Man schafft es doch nie genug Punkte zusammen, alles freizuschalten. Kommt die Season-Bäume wieder? Die Season-Bäume kommen wieder. Und von den Punkten her würde man es sogar auch schaffen. Double Justice in Runde 3 zerstört dich. Jein. Jein. Es kommt drauf an, ob du eine Antwort drauf bieten kannst. Wenn du gegen Double Justice eine Antwort bieten kannst, zerstört es dich nicht, ne? Aber in dem Sinne her würde ich fast schon sagen, hätte es mich zerstören können. Du musst bedenken, selbst auf einer kurzen Runde, wenn er die ausspielt, wir hätten nur noch 3 Handkarten oder so gehabt. Das heißt, er hätte gar nicht mehr mit diesen Zwergen so häufig schießen können. Also wäre es nicht so die große Bedrohung gewesen, diese doppelte Justice. Aber es hätte trotzdem ziemlich böse enden können. Also diese Seasonal-Bäume, die kommen immer wieder, jeden Monat. Ne? Das ist halt jedes Season einmal. Season 3 nur noch 8 Punkte für den Rahmen. Also man schafft es sogar, die freizuschalten, aber man muss da wirklich eine Menge spielen. An sich, die kommen jede Season wieder, weil es gibt, für jeden Monat gibt es so ein Ding in der Mitte, ne? Und ich denke mal, dass die wiederkommen. Und für Anfänger würde ich empfehlen, diese Knoten hier freizuschalten, weil du hast hier relativ auf einem kurzen Raum diese ganzen Nodes und mit diesen Story-Knoten, wenn du die freischaltest, kriegst du Unmengen an Erz. Und da diese Bäume an sich nur wirklich diese 28 Dinger haben, ne, und jeder Anführer oder so 38 bis 40, kriegst du hier sehr schnell diese Story-Knoten zusammen,
kriegst hier schnell das Erz zusammen, kannst dir sogar noch die Kartenfässer holen. Das heißt, wenn du eine Fraktion hast, die du bevorzugst, dann kriegst du sogar hier gleichzeitig noch schnell die Kartenfässer dazu, ne? Ich schalte Soltan trotzdem frei. Ich habe Soltan, glaube ich, auch noch, aber ich benutze ihn nicht. Aber ich schalte immer eigentlich von diesen Dingern, versuche ich beides freizuschalten. Okay. Wir haben bis jetzt 10 Spiele mit Squirtle, aber ich würde auch sagen, wir machen mit Squirtle heute Schluss. Die Frage ist, was will ich noch spielen? Was müssen wir noch spielen? Nördlicher, ich würde tatsächlich ganz gerne mal Monster. Ich bin richtig bekackter Monsterspieler. Aber wir spielen mal noch ein bisschen Monster. Jetzt ist die Frage. Ich würde tatsächlich das Swarm-Deck spielen. Auch wenn es nicht das beste Deck ist, aber es macht mir irgendwie am meisten Spaß. Warum gebe ich die RPs nicht aus? Weil ich warte, bis ich diesen einen Belohnungsknoten in dem Rahmen freigeschaltet habe, um mir dann den Rahmen zu holen. Keep a stiff neck. Ich frage mich, wie der Kartenrücken der Season der Liebe aussehen wird. Hoffentlich pink. Den Kartenrücken Season der Liebe, den gab es schon mal. Gegen was spielen wir? Mystisches Echo. Bläh. Wir müssen immer nicht anfangen. Ich habe 2 Plumans auch auf der Hand direkt. Ist nicht wirklich die beste Starthand. Plumans möchte ich eigentlich nicht ablegen, weil die bringen mir, wenn in der ersten Runde viel. Ich kann die Kriegerin noch ablegen. Grässliches Gelage, lege ich mal eine ab. Okay, jetzt ziehe ich natürlich ein Ei nach. Es gab einen Kartenrücken, aber es gab kein Liebeskartenrücken. Okay, wir spielen gegen ein Gore-Deck. Wir spielen gegen ein freaking Gore-Deck. Oder gab es diese Kartenrücken damals noch gar nicht? Gab es diesen... Ach nee, die hatten ja diese Season-Dinger erst irgendwann später gebracht, ne? Das heißt, für Januar und für Februar gab es noch gar keinen Kartenrücken. Es gab einen Rahmen. Stimmt, den Rahmen gab es umsonst, wenn man sich im Valentinstag eingeloggt hat. Ja, ja, erst seit März gab es die, glaube ich. Stimmt. Ich bin auch, ich glaube sogar, wenn es ein guter Kartenrücken ist, wenn es irgendwie so ein Pinker mit ganz viel Herzen ist, dann nehme ich den. Weil es gibt nichts Frustrierenderes, als gegen so einen extrem pinken Kartenrücken für manche Leute zu verlieren. Okay, Faith. Den kriege ich nicht mehr weg und ich spiele leider Geralt nicht. Und ich hätte sowieso Geralt nicht auf der Hand, weil ich noch meine ganzen Goldkarten im Deck habe. Das heißt aber auch, dass ich jetzt in der ersten Runde nicht wirklich sehr viel committen muss. Ich mag bis jetzt Magie am liebsten von den Season-Kartenrücken. Ich finde tatsächlich, diese Kartenrücken, die einfach nur ein Gesicht drauf haben, also diesen Drachen, diese Katze oder sonstiges, die finde ich so ein bisschen lieblos. Die finde ich tatsächlich so ein bisschen lieblos. Okay. Er kann den nächsten Wissenden nicht direkt hochbuffen mit seiner benutzten Anführerfähigkeit. Das heißt, ich sollte den Parasiten aufheben, falls das passieren sollte. Ich habe auch noch eine natürliche Auslese. Die Sache ist nur, wir liegen jetzt ordentlich Punkte zurück, ne? Heißt, ich muss ein bisschen stärkere Karten vielleicht ausspielen. Ich finde tatsächlich die, aber gut, die hat nicht jeder und die holt sich auch nicht jeder. Die Vorbesteller-Kartenrücken gefallen mir am besten. Also hier dieses Monster-Ding. Oder halt die Ritter oder sonstiges. Okay. Pass jetzt. So viele Punkte.
Das Problem ist, eine ganz lange Runde ist auch nicht so favorite für uns, weil dann beschwören wir zu viele Einheiten. Das will ich natürlich auch irgendwie nicht tun. Und die brauche ich noch für Flüsterhügel. Okay, jetzt habe ich Flüsterhügel so gezogen. Soltantris. Wir haben immer noch ganz gute Goldkarten. Die will ich eigentlich auch haben. Ich kann 3 Karten ausspielen. Dann lege ich mal Manticore-Gift ab. Triss gezogen noch. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Da ist der Next Sage. Okay. Der muss weg. Hi Chewbacca. Would you rather I crushed your head or rip it clean off? Habe ich was zum Purify? Anscheinend nicht. Ich habe auch nichts mehr wirklich zum Angreifen. For you, my friend, always. Die beiden wird er jetzt höchstwahrscheinlich verwandeln. Oh, aber zwei. Ja, die Berserker machen mir halt echt so Probleme, weil ich diese einsamen Drohnen nicht beschwören kann. Blood, blood. Geht sogar all in. Ja, ist klar. Kann er machen. Also mit 6 Berserkern auf dem Feld wird bei mir keine einzige Drohne überleben. Das ist jetzt aber sogar ganz nützlich für mich, weil jetzt kann ich immer noch das Manticore-Gift ausspielen und kann trotzdem 3 Karten angreifen. Und die schießen nicht mehr so viel. Vergütung. Okay. Schießt mir aber trotzdem noch alles weg. Wir haben immer noch eine Karte mehr, aber ich fange mit dem Swarm erst an, wenn die Berserker halbwegs aufgebraucht sind. Was natürlich nicht so schnell passieren wird, weil er hat noch einen Munro oder so und wird noch eine weitere rufen. It's time. Regen. Regen ist tatsächlich nicht so schlimm. Okay, wenn er das so zum Ploppen bringen will, kann er das ganz gerne tun. Kann natürlich jetzt auch eine Yennefer ausspielen für Schaden. Mach ich auch. There'll be nothing to pick up when I'm done with you. Nächste Runde geht das Ei drauf. The Great Oak. Okay. Will ich Yennefer nochmal nutzen? Eigentlich würde ich vielleicht, aber er hat mehr Karten als ich auf dem Feld. Also würde es mir auch nicht so viel bringen, Yennefer nochmal zu nutzen. Ich könnte aber noch eine Triss nutzen. Ich könnte aber auch andere Karten nutzen. Triss in ein Nest wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Okay, wir kriegen natürlich nicht das Nest, sondern nämlich das grässliche Gelage. Mann, wir haben noch unsere Anführerfähigkeit für eine kurze Runde. Das ist nicht so schlimm. Problem ist nur, den Wettereffekt wird uns jetzt eine Menge wegticken. Na, okay. Ich würde sogar vielleicht eine Karte nach unten gehen, anstatt meine ganzen Drohnen zu benutzen. Aber ich glaube, Flüsterhügel muss ich benutzen. Turn back. Noch ein grässliches Gelager.
Perfekt. Okay, wir haben eine Karte weniger, aber wir haben noch unsere 5 Drohnen. Das Problem ist, ich habe Yennefer und Triss nicht mehr. Ich habe aber immer noch einen Zoltan, ich habe immer noch eine Krabbspinn-Ungetüm. Aber er hat aber immer noch seinen Harald, ne? Die Frage ist halt, Krabbspinn-Ungetüm ist gut. Grässliches Gelage ist gut. Ein zweites von denen ist gut. Ich möchte lieber noch meinen Zoltan haben. Zoltan ist wichtig. Perfekt. Okay, besser kann ich nicht ziehen. Das Schlimmste, was er haben kann, wäre eine Kapitulation oder ein Zerreißen. Wenn er die Karten hat, habe ich sowieso automatisch verloren. Und ich hätte das alles hinten spawnen sollen. Weil dann hätte ich Zoltan noch in der nächsten Runde mitbuffen können. Okay, habe ich einen Punkt verschenkt. Hat er ein Zerreißen oder einen Fechten? Er hat eine Kapitulation. Ja, das ist es. Darum spielt keiner Swarmdecks. Das war klar. Okay, wir spielen Vampire. Ich sehe schon, das macht keinen Sinn. Und selbst, also die, das ist jetzt natürlich so ein Deck, das hatte natürlich eine Kapitulation. Aber wenn sie keine Kapitulation haben, siehst du in 50% der Decks, die gespielt werden, eigentlich einen Fechtmeister. Und Fechtmeister, Zwerge müssen hart genervt. Nein, Zwerge müssen nicht hart genervt werden. Zwerge sind vollkommen in Ordnung. Okay, wir müssen anfangen. Garkin ablegen. Ich kann mit einer Larve anfangen. Ich lege, glaube ich, noch ein Blutgelage ab. Goliath. Goliath könnte riskant werden. Ich brauche Ursul nicht in der ersten Runde, aber ich möchte Ursul ungern ablegen. Ich lege mal noch einen Alp ab. Okay, ich bin gegen Skellige. Zwerge sind tatsächlich ziemlich fein, weil es gibt Konter gegen Zwerge. Das ist genauso wie, ja, ich würde sie nicht mal ganz, also sie wurden ja schon genervt, ne? Die Sache ist halt, viele haben sich immer aufgeregt, dass es gegen Zwerge so keine Möglichkeiten gab, aber es gibt gegen Zwerge Konter. So Fechtmeister ist ein guter Konter oder selbst eine Kapitulation ist ein Konter, ne? Wenn du Zwerge, die Zwergen wegnimmst, dann sind Zwerge auch nicht mehr gut. Zwerge sind sogar leicht, das ist auch der Grund, warum jetzt Harmonie halt häufiger gespielt wird als Zwergendecks. Einfach weil Harmonie nicht so leicht aufhaltbar ist wie ein Zwergendeck, ne? Ich will auch nicht mehr sagen, dass Zwerge momentan Top-Tier sind. Okay. Und wir buffen dich hoch. Wenn man Zwerge wegnimmt, sind sie echte Zwerge. Skellige hat nicht die besten Möglichkeiten, den Goliath wegzuhauen. Die Frage ist nur, wie möchte ich gegen dieses Deck noch weiter spielen? Ich könnte jetzt theoretisch passen. Wenn er mich ziehen will. Das Schlimmste ist halt, er will Last Say haben. Wenn ich den Höhlentroll rausspiele, habe ich keinen sicheren Oswill und keine sichere Orianna mehr. Aber er wird sowieso meinen Höhlentroll reinigen. Das heißt, ich sollte eigentlich möglichst versuchen, die erste Runde zu gewinnen. Und dafür gucken wir mal, was wir mit Nagelfahr rauskriegen. Portal ist gut. Und Orianna ziehe ich nächste Runde. Wenn du kannst, frisst seine Jutta. Ja, dass er sie nicht wiederbeleben kann.
Echo ist kaum das Problem. Mod of Brooklyn und Justice spawnen einfach zwei Engel, das ist das Problem. Ja, es ist allgemein. Also, Echo ist trotzdem ein Problem. Okay, haut einen von denen weg. Das ist nicht wirklich schlimm. Echo ist alles. Alle Anführerfähigkeiten, die es dir erlauben, zwei Karten in einer Runde auszuspielen, sind für mich ein Problem. Also jetzt nicht nur mystisches Echo, sondern auch sogar hier Verschnaufspause ist ein Problem, Joker ist ein Problem und Zangmanöver ist halt auch ein Problem. All diese Karten. Die kleinen Necker spielst du gar nicht mehr. Du spielst jetzt nur noch die Endriagen-Eier. Da ist Yoda. May Freya choose the victor. Ich kann mit dem Höhlentroll sowieso nicht Oswald und Orianna mit einmal beschützen. Das heißt, ich möchte lieber die erste Runde gewinnen. Und vielleicht eine Karte als noch Last Say ausspielen. Okay. Ja, also wie gesagt, diese ganzen Anführerfähigkeiten sind mit den stärkeren Karten erst hochgekommen. Weil du halt die Möglichkeit, auch am Anfang das Zangmanöver hat halt niemand gespielt. Mittlerweile gibt es aber wesentlich stärkere Kombinationen. Und diese Anführerfähigkeiten werden weiterhin auch noch in Zukunft Probleme machen, wenn man sie nicht ändert. Königin der Nacht. Okay, wir haben ein relativ gutes Diff. Die Sache ist, ich könnte jetzt theoretisch... Ach nee, ich glaube, ich lasse es sogar lieber. Ich spiele eine längere Runde. Wobei, er hat noch die Schiffe, ne? Ah, die Schiffe können problematisch werden. Aber egal. Also allgemein alle Anführerfähigkeiten, die zwei Karten in einer Runde erlauben, sind problematisch aktuell, weil sie halt sehr viele Kombos umgehen. Und das Problem ist auch noch, sie werden in naher Zukunft, je mehr stärkere Karten rauskommen, desto schwieriger werden diese Karten zu handeln sein oder diese Anführerfähigkeiten. Also all diese mystisch Echo und Co. Möchte ich wirklich Negan ausspielen? Jill gönne ich noch, aber ich könnte auch wesentlich schlechter ziehen. Was erwartest du von der Roadmap anfangs Dezember? Hoffnung. Also ich kann es halt schwer sagen. Was erwarte ich? Dass sie ein paar mehr Spielmodi reinbringen, dass es ein paar Änderungen gibt. Ein Ranking-System würde ich mir wünschen. Ich glaube, ich fresse jetzt sogar erstmal seine Orianna. Seine Jutta, meine ich. Den würde er wieder mit Morg komplett weghauen können, aber das würde nicht das Problem sein. Und wenn er das getan hat, jetzt sogar zuerst einen Cutter kann. Ha, der hat auch noch gedeihen. Okay. Die verursachen 3 Blutungen, das heißt, die müsste ich dann auch bald ausspielen. Und Orianna dann halt auch so, dass er ist nächste Runde noch 3 Mal dran, das heißt, ich kann theoretisch nächste Runde Orianna ausspielen. Mit den Blutungen kann auch meine kompletten Blutungen setzen. Er kann sowieso nur Oswill oder Katakan entfernen. I kneel to Svalblood and Svalblood alone. Okay.
sweet, sweet children. Naja, ich würde nicht unbedingt sagen, dass Cleaver nicht gerade unproblematischer ist, ne? Weil, klar, er kann nur eine spezielle Art von Karte rausholen. Okay, er spielt noch sogar mit dem. Aber hat nicht genug Schaden, weil ich ihm seine Jutta weggenommen habe. Your deepest, darkest dreams. I can make them real. Weil die Syndikat-Special-Karten sind halt das, was diese Cleaver-Fähigkeit so gut macht, ne? Du kannst ein Kopfgeld direkt mit Vernichtung mit Grain setzen. Du kannst zwei Gift in einer Runde ausspielen, was im Prinzip eine Karte zerstört. Klar, Kalente kann alles, was sie in dem Deck hat, rausholen, aber... Ja. Okay, er kann nichts mehr wiederbeleben. Jäger muss ich jetzt ausspielen. Er kann eine Karte vernichten. Aber er kriegt nochmal ordentlich Blutticks. Jetzt die Frage, was macht er mit Morg kaputt? Den 13er Jäger oder den 13er Osrin? Das ist auf jeden Fall eine 13er Karte, ne? Aber von den Points her wird es nicht ausreichen. Wobei die Blutung nicht mehr nachticken und wir kriegen nächste Runde nur noch 2 Punkte Boost mit Orianna. Reicht trotzdem aus. Okay. Ja, dadurch, dass er sie halt nicht wegmachen konnte, dass er keine starken Einheiten mehr auf dem Friedhof hatte für Njalma. Dadurch, dass wir halt seine gefressen haben. Der hat aber schon ordentlich gespielt, wenn er hier schon diesen verzierteren Rahmen hat. Wäre Kalante neutral, würde es nichts anderes mehr geben. Weiß ich gar nicht. Also im Prinzip... Na gut, wegen der Provision her, die kostet relativ viel Provision, ne? Aber im Prinzip, mystisches Echo kann doch genauso gut einen Ruf des Waldes rausholen und Ruf des Waldes holt auch alles aus dem Deck raus, was man haben will. Also im Prinzip wäre das auch möglich. Ist fast genau dieselbe Anführerfähigkeit mit der richtigen Zauberkarte. Aber ja, würdest du sie wahrscheinlich... Es ist halt wirklich eine sehr gute Fähigkeit, die geht bei den Nördlichen nur ein bisschen unter. Weil die Nördlichen nie wirklich so auf direkt Fat Points ausgemacht sind, aber es ist trotzdem. Also wie gesagt, alle und selbst Eis, was im Friedhof ist, klar, aber man kann immer noch was wiederbeleben, was ziemlich stark gespielt. Also du kannst deine besten Karten zweimal spielen, ne? Du kannst sie in der ersten Runde auch rausholen. Und ist sehr viel problematisch in diesen Doppelt-Anführerfähigkeiten, die mit das größte Problem aktuell darstellen. Call of the Forest zieht kein Portal. Gegenfrage. Spielt Square Tail Portal. Also mir wird in keinem Square Tail Deck einfallen, dass ein Portal gespielt wird. Weil die Karte einfach für Square Tail nicht wirklich sehr gut gemacht ist. Wenn sie irgendwann mal gespielt wird, dann ja, aber... Fallen-Variante, ja okay, Fallen. Die brauchen auch dringend ein bisschen Liebe. Na gut, du hast immer noch deine Faith, ne? Ja, es ist schon eine bessere Fähigkeit. Darum gibt es übrigens auch keine neutralen Anführer-Love. Genau wegen solchen Sachen, weil es gibt immer eine Fraktion, die kann das zu sehr abusen. Gegner fängt an. Garkin ablegen. Blutgelage 1 ablegen. Höhlentrollen 18. Okay. Aber es halt alles aus dem Deck rausholt. The Empire will be victorious. Und sie hat wesentlich mehr Provision halt als das Echo. Weil ich glaube, Zangenmanöver kommt auch mit 16 Provision, oder? What is truth if not an illusion? Okay. Ah ja. Sag mal nur 15, ne? Ice 15, Wildcard 15. Ja. Gut, Echo hat schon halt einen geringeren. Aber gut, Echo ist halt auch immer noch mit einer der stärkeren, auch wenn es halt nur Zauberkarten aus dem Friedhof sind.
Einfach weil man das nicht erlauben kann. Das Problem ist, ich habe kein Nosferatu. Katakan, Goliath, Krötenprinz, Oswell. Ich meine, ich kann mit Nagelfall jetzt richtig ins Klo greifen, aber ich kann auch was ziemlich Gutes rausziehen. Ah, Könige ist in Ordnung. Da kann ich in meiner nächsten Runde im Portal ausspielen. Habt ihr mal Yu-Gi-Oh! Gezockt? Da ging das Power-Level irgendwann so abartig nach oben, dass es kein Spaß mehr war. An die Zeiten, also Jule hat früher sehr viel Yu-Gi-Oh! Gespielt, auch noch länger als ich. Ich habe irgendwann aufgehört, als es mir zu absurd wurde und Jule hat, glaube ich, noch bis Synchro und alles mitgemacht. Hatte ich keinen Bock mehr. Das ist aber auch der Grund, warum jedes Kartenspiel irgendwann alte Sets raushaut und neue Sachen reinbringt. Ne? Das könnten sie halt auch mit Anführerfähigkeiten machen. Sie könnten jetzt diese alten Anführerfähigkeiten raushauen, dass zum Beispiel diese ganzen Doppelt-Anspielführerfähigkeiten wegfallen und dafür kommen neue Anführerfähigkeiten. Ne? Okay. Ich weiß immer noch nicht genau, was er für ein Nilfgaard-Deck spielt. Ich müsste aber auch nur eine schwache Karte wegwerfen. Sowas wie ein Donner. Das reicht ja schon aus. Blutgelage hätte auch ausgereicht. So, kein Blutgelager. Krötenprinz. Brauche ich eine natürliche Auslese? Brauche ich viel Removal gegen Nilfgaard? Natürliche Auslese wird es da auch nicht reißen. Den Defender brauche ich sowieso nicht, weil der kann alles purifyen, was er will. Okay, er spielt mit Affan. Ah, ist klar. I divined this move from a sparrow's innards. Also wenn jemand Purify hat, dann Nilfgaard. Okay. Then are best kept on a short lead. Sollte vielleicht mal ein bisschen Blutung anfangen, wenn ich schon ziehe. Aber auch nur zwei. Und auch nur zwei, dass ich Jill wenigstens diese Runde noch nutzen kann. Da ist der Wayman. Ich nehme auch noch sehr stark an, dass er einen Wilgefortz oder sowas hat. Das heißt, wie weit will ich noch spielen? Ich könnte natürlich noch all meine Blutung raushauen und jetzt eine Oriana ausspielen, ne? Das ist möglich, aber wer sagt, dass er mir dann nicht was mit Wilgefortz wegbrennt? Hingegen möchte ich Wilgefortz aber noch irgendwie rauslocken, aber wenn ich jetzt passe, müsste halt noch eine sehr gute Karte ausspielen. Kann aber immer noch Tibor für Hyperstin haben. Kann ja auch ein Hyperstin-Deck sein. Jetzt habe ich sogar die Blutung mit Nosferatu verpasst. Okay.
Müsste Gila eigentlich diese Runde benutzen. Weil ansonsten nächste Runde wird der halt zu schwierig umsetzbar sein. Das ist bitter. Okay, möchte ich noch ein Blutgelage ausspielen oder möchte ich jetzt passen? Blutgelage wird mir nicht sehr viele Punkte bringen. Oswald möchte ich nicht ausspielen. Das heißt, ich passe. Ah, wir haben leider keine Anführerfähigkeit mehr. Dun dun. Kombo-Potenzial war mein Selling Point für Gwent. Wann war Kombo-Potenzial ein Selling Point für Gwent? In der Beta? In der Beta höchstens, ne? Aber dann haben sie halt auch gemerkt, dass es nicht so zu Gwent passt. Also man hat immer noch in Gwent eine Menge Kombo-Potenzial halt, aber nicht mehr so ein krass ausgereiftes. Okay, das ist tatsächlich ein Hyperson. Zieht aber nur in der Fahrt, das ist gut. Das heißt, er hat eine Karte weniger, das ist der Wilde Forts. An interesting choice. Wir legen trotzdem auf. Oh, er muss dann eine Anführerfähigkeit benutzen. Okay. Ja, in der Beta-Phase mit den ganzen Neckern und mit den ganzen Spionen. Aber wie gesagt, das Problem auch an diesen ganzen Decks war, dass sie sich halt zu sehr eingekrampft haben und so. Alle Decks waren schon. Die hätten das gleiche Problem bekommen wie mit Yu-Gi-Oh! Wenn du Karten gemacht hättest, hättest du vom Power-Level extrem krasse Karten her machen müssen, damit es überhaupt noch mit den anderen kompensierbar ist. Und das wollten sie halt auch nicht mehr. Also du hättest... Ja, wir haben leider den Goliath nicht gezogen, ne? Okay, hat aufgegeben. Hat wahrscheinlich Scheiße gezogen. Also bei den... Zum Beispiel bei dem Neckar-Konsum-Deck. Wunderbar, perfektes Deck. Das Ding war allerdings nur, du hattest auch von den Slots her fast schon alles aufgebraucht, von den Bronzekarten her und von den Goldkarten her, ne? Da gab es immer sehr wenig Variation. Wenn eine Karte in dieses Deck neu reingekommen wäre, hätte sie extrem stark sein müssen, damit sie es überhaupt gegen diese anderen schafft. Weil du brauchtest die Neckar, du brauchtest die Reinmischer und du brauchtest die Konsumierer. So, und ein Forktail war damals somit ein extrem guter Konsumierer. Oder halt diese Renkrieger, die alle zwei Züge die rechte Karte gefressen haben. So, das heißt, die Karten, die sie weitaus rausbringen hätten müssen, damit das Deck neu aufgebaut wird, die werden noch stärker sein müssen. Und das wäre immer so weitergegangen. Ne? Also da haben sie sich tatsächlich Probleme gemacht mit dieser Kombo-Fähigkeit. Und das ist auch, glaube ich, das Problem, was Yu-Gi-Oh! Hatte, dass wenn neue Karten überhaupt gespielt werden müssen, die Kombos immer ausgefallener und immer stärker werden müssen. Und deswegen haben sie halt auch Homecoming, das war glaube ich auch ein Grund, warum sie Homecoming wirklich so gemacht haben, weil irgendwann wäre es halt einfach nicht mehr weitergegangen und irgendwann wäre Gwent richtig lächerlich geworden und nicht das Spiel, was es jetzt ist. Die Karten, die jetzt veröffentlicht werden, teilweise. Das wird immer so sein. Es gibt immer in jeder Booster-Edition, egal welches Kartenspiel, gibt es immer Packfiller, die einfach nur eine Stärke-Variation von den Karten sind, die wir jetzt haben. Und ich meine, wir hatten diese Packfiller mit dem Ifrit, dann hatten wir Regis, jetzt haben wir die Betsy. Das sind immer Karten, die wirst du immer wieder sehen, ne? Aber so von den Fraktionskarten her hast du immer auch noch andere Sachen, die neu hinzukommen, ne? Die auch neue Decks offen lassen. So wie Vampire oder so. Hat man ja auch nie wirklich sehr häufig gesehen. Und jetzt kann man sie tatsächlich spielen. Die kleinen Blutsauger. Ich bin auch gespannt, was als nächstes kommt. Und ich denke mal, dass sie bei der Roadmap auch die nächste Erweiterung irgendwie anteasern werden. Necker. Weil eigentlich ist es bald mal wieder Zeit für die Erweiterung im Januar. Ja gut, du hast auch zum Beispiel Goliath und jetzt hast du halt Jigen noch, ne? Es ist im Prinzip auch nur eine stärkere Karte von denen. Also es gibt auch bei den Fraktionskarten welche, das ist keine Frage. Aber es gibt halt auch neue Karten. Zwei Alp, zwei, ich leg mal ein Blutgelage ab. Ich brauche eigentlich Alp für die Blutung, aber ich leg einen ab. Okay. Weil wir müssen immer nicht anfangen. Ist das mal... Oh! Das Bärenritual habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Aber halt zum Beispiel sowas, was neu gekommen ist, zum Beispiel so eine Karte wie Portal, weil ich es gerade auf der Hand habe, ne?
Ist eine Karte, die gab es davor nicht wirklich so. Und es gibt auch seit langem jetzt eigentlich nicht mehr so eine gute Karte wie Portal. Das ist halt auch die Sache. Monster ist am vielfältigsten, einfach weil es nicht diese dominante Anführerfähigkeit mit Spiel doppelt ausgibt. Monster hat keine Anführerfähigkeit, die es ermöglicht, zwei Karten der Fraktion in einer Runde auszuspielen. Und darum haben sie, glaube ich, momentan auch die größte Vielfalt. Wilfred, get up. Wilfred. Okay. Ich meine, ich kann aber noch eine Blutung raussetzen mit Blutgelage. Raubflotte. Du hast das nächste Schiff. Ich glaube, ich möchte sogar erstmal einen Jäger rausholen. Der ist sowieso nur auf dem Friedhof. Ich hätte ihn natürlich auch später ausspielen können, wegen Big Tempo am Ende, aber ich habe immer noch einen Goliath auf der Hand. Okay. Benutzen mal eine Anführerfähigkeit. Ja, wir haben eine Gedeihenfähigkeit, wir haben eine Blutungsfähigkeit, bis auf das Rückenschild, ne? Wir haben eine Dominanzfähigkeit, gut, Rückenschild kann man auch fürs Dominanz nehmen, also das Schilden, aber ist jetzt nicht wirklich so die krasseste Fähigkeit. Okay, wegjagen. Was nicht wirklich das Problem ist, weil ich habe immer noch eine Möglichkeit aufzuholen. Die Frage ist jetzt, ihr kriegt noch zwei Punkte dazu. Ne? Wenn ich ein Blutgelage ausspiele, kriege ich drei Punkte. Ich müsste eigentlich schon eine stärkere Karte ausspielen. Okay, das Internet ist gerade weg. Herrlich. Ansonsten Königin, Höhlentroll oder sonstiges wird mir auch ganz gut gefallen. Orianna ist mir leider zu viel. Das ist wieder komisch. Stream ist weg, aber ich kann trotzdem immer noch Gwent spielen, ne? Gewinnt noch zwei Punkte. Verliert aber auch zwei Punkte. Das heißt, er gewinnt nichts dazu. Ich krieg 4, 3. Okay. OBS spinnt rum. Immer noch während des Spiels. Muss man ganz kurz nur im Stream Bescheid sagen, dann ist das jetzt eine YouTube-Exklusivfolge anscheinend. Wildkarl! Okay, dann will ich die erste Runde unbedingt gewinnen. Das Gute ist, Wildkarl kann ich fressen. Also mit dem Oswald, nächste Runde. Ich müsste aber nächste Runde noch eine weitere Karte ausspielen. Weil ich es von den Punkten her nicht schaffen werde. Jetzt könnte er natürlich noch einen Knut ausspielen. Knut kann furchtbar gut Schaden machen. Nein, er passt sogar. Okay. Dann
Ich müsste schon. Ich werde auch einen Goliath opfern, weil ich habe Angst, dass er noch was Gutes hat. So, er hat noch einen Priester. Zwei Schiffe hat er aber schon raus. Könnte immer noch einen Morg spielen. Ich habe immer noch meine Orianer mit meinen Blutungskarten. Und ich denke mal, wir haben sogar perfekt nachgezogen. Dass ich eine längere Runde eingehen möchte mit dem Blutern. Katakan, Höhentroll wäre noch ganz gut. Weiß ich aber nicht, ob ich die ziehe. Verbindung vom Stream kommt auch nicht wieder. Das heißt, das ist die letzte Runde. Ich meine, er kann die Karten, ja, er könnte Meister des Zweiblots, können er immer noch so wiederbeleben, ne? Mit dem Siegtriefer. Aber die kann ich fressen. Das ist nicht das Ding. Und wenn er auf mein Oswald dann den Morg benutzt, habe ich immer noch eine gratis Uriana. Ich müsste nur am Anfang sehr viele Blutung setzen, aber er hat auch nicht wirklich das Beste zum Weghauen. Okay. Er benutzt tatsächlich nicht das Zinning mit der Shield Maiden. Was will er die noch haben? Donner. Eine Larve. Larve gefällt mir ganz gut. Blutlage. Wobei gegen den Defender. Könnt ihr ja mit dem Defender spielen. Schade, kein Katakan gezogen. Kein Katakan gezogen. Meine sieht immer noch ganz gut aus für uns. Blau junge Lugos. Den schwäche ich erstmal ab. Dum, dum, Olaf. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich den animiert sehe. Ich finde, der hat wirklich ein sehr schönes Artwork. Jetzt sind wir wieder live, ne? Ja, jetzt sind wir wieder live. Okay. Okay, was ist passiert? Wir haben die erste Runde gewonnen. Okay, kein Zuschauer mehr. Hello again. Wir haben die erste Runde gewonnen und spielen jetzt noch die letzte Runde gerade hier. Okay. Das ist tatsächlich nicht das Schlimme, das ist sogar tatsächlich was ganz Gutes, weil jetzt kann ich eine ungehinderte Orianna ausspielen. Die Blutungen sind tatsächlich jetzt ein bisschen langsam. Lähmender Hieb. Er aktiviert Olaf schon. Okay, das ist gut für mich. Dann habe ich mehr Karten, denen ich Blutung draufdrücken kann. So, 1, 2, Orianna sorgt für die 3 und du machst die 4. Greatest. Kann er pro Runde eine Blutung entfernen, wird aber nicht ausreichen. Ich glaube sogar, ich spiele noch den aus. Es kann auch relativ knapp werden, ne? Ich meine, er kriegt zwar noch Blutungsticks, aber
Ich muss, also der Höhlentroll ist tatsächlich für mich jetzt auch noch eine tote Karte, nämlich als allerletztes ausspielen. Ich muss einfach hoffen, dass er keine Antwort mehr hat. Ein Schiffchen kommt jetzt wahrscheinlich noch, ne? Weil ich brauche die Blutung und die Blutung müssen noch durchticken. Your blood smells sweet. Ich hoffe, dass die letzte Karte jetzt nicht noch eine Antwort ist. 18 Punkte. Sporn, alles was groß schlecht. Ah, natürlich noch Jutta. Ich glaube, Jutta wird es rausreißen, oder? Unentschieden. Knappes Ding. Okay. Knappes Ding. Ich spiele 10 Partien. Okay, wir haben die Quest abgeschlossen. Wir haben alle Quests abgeschlossen. Ja, Blecki, ich weiß. Du liegst jetzt hier schön, hä? Ich würde aber auch sagen, wir machen für heute Schluss. Weil ich nicht weiß, ob das Internet wieder ausfällt. Und ich habe keinen Bock drauf. Und ich muss jetzt erstmal ein paar andere Sachen noch überprüfen. Sind sowieso die meisten schon abgehauen. Das heißt, wir machen dann für heute Schluss. Haben wieder die, ja, knappen 2 Stunden geschafft. Das letzte Spiel gibt es dann halt nicht leider voll zu sehen. War noch das Ende dann. Aber vielen Dank, dass ihr noch da geblieben seid. Ich bedanke mich natürlich an die ganzen neuen Follower. An die ganzen neuen, auch die neuen Subs und so. Ich werde, morgen ist Freitag, morgen kann ich nicht. Samstag bin ich weg, Sonntag bin ich weg. Wir werden uns Montag erst wiedersehen. Ich habe ja mal gesagt, dass ich zwischendurch vielleicht mal einen Stream reinwerfe. Aber solange es nichts irgendwie Neues, Tolles gibt, gucken wir mal. Aber wir werden uns auf jeden Fall nächsten Montag wiedersehen mit einer Runde Gwent. Dann werden wir, ich weiß nicht, was wir dann spielen. Vielleicht ein bisschen Syndikat, wobei Syndikat ist eher so die Fraktion, die ich offstream spielen will, ne? Das muss ich mir tatsächlich mal überlegen. Aber ja. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Wie gesagt, machen heute wieder ein bisschen früher Schluss. Vor der Weihnachtszeit allgemein, rechnet vor der Weihnachtszeit, dass es immer wieder ein bisschen früher Schluss sein wird. Aus privaten sowie festlichen Gründen. Und ja. Habt ein wunderschönes Wochenende, genießt den Freitag und wir sehen uns. Bis dahin, haut rein und ciao. Ich zeig nochmal das Kätzchen. Komm her. Ja, da ist er. Ich weiß ja, der wird geliebt, hä? Ja, du wirst geliebt. Schau mal ins Mikrofon. Nee, will nicht. Ah, komm her. Du bist aber auch schon dicker. Bis dann, haut rein. Tschüss. In the game of kings, one must remain vigilant. Let lesser men take advantage. My advisors speak of strategy like chess. Yet beasts need no such thing to dominate. We must invest in our arms and capabilities, or see our strategy fail unfairly. Our foes will not hesitate to bear their full strength, and neither should we bow before your rightful king.